Jonas, auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Ja. Weil das war richtig geil, was wir gespielt haben, richtig gut. Wie schwierig ist es jetzt, mit der Enttäuschung zu leben? Es ist it's very difficult to put words on right now. I'm really disappointed about the result. We needed a positive result against Schalke here today, especially with the game we did. I think I haven't seen the statistic yet, but I imagine it's in our favor. So I'm lost for words now. Aber stolz können wir auf die Leistung schon sein, vielleicht mit ein bisschen Abstand. Woran hat es dann gelegen, dass wir am Ende waren wir nicht zu zwingend vor dem Tor? Woran hat es gelegen? Kann man schon einen Grund sagen? They defended well. They did in the end. I think I've said it many times. Yeah, we can be proud of what we did, but we really need the points as well. We need a win. So we have to look at that. We have to look how we will be better in the decisive moments, both in front and in back. Und es ist jetzt gut, dass man eine Länderspielpause hat, weil die Zeit ja ziemlich lang ist. Jetzt muss man damit irgendwie rumlaufen eine Weile. Oder ist es auch gut, dass man sich wieder fokussieren kann? Wie siehst du es? We have to use it well. Yeah. Either way, we have to use it well. Of course, it would then be more fun to have 3 points in it. Yeah. But we have to use it well. We have to really work hard now the first week. Put on so we can give the last matches here. We need to be ready for those because it's going to be decisive and we have the level to be with. Vielen Dank. Kopf oben lassen. Okay. Gutes Spiel. Danke dir. Danke. Ach, Danny, weiß gar nicht, wie ich es anfangen soll. Reaktion gezeigt, keine Punkte mitgenommen. Was machen wir jetzt damit? Richtig geiles Spiel eigentlich von unserer Seite. Also, wie habt ihr es erlebt? Was ist euer Fazit jetzt? Ja, erste Halbzeit war schon ganz gut von uns. Haben eine Druckphase nach ein paar Ecken gehabt, die wir hintereinander bekommen haben. Wenn da einer reinfliegt, gehen wir 1-0 in die Führung. Schalke hatte, glaube ich, so gut wie gar keine Chance in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit die eine, vielleicht zwei noch. Zweite Halbzeit war es auch eigentlich nicht so gut von uns. Kam nicht mehr so richtig durch wie in der ersten Halbzeit. Ja, und dann. Wenn du in der zweiten hast oder wenn du 1-0 zurückliegst und dann keine Tore oder keine Torschüsse mehr hast, dann kannst du auch kein Punkt hier mitnehmen und geschweige denn einen Dreier holen. Lag das dann daran, dass die Schalke dann irgendwie zweite Halbzeit besser verteidigt haben oder dass wir vielleicht zu hektisch waren? Weil wir kamen ins letzte Drittel, kamen wir immer rein. Aber was du sagst, die zwingenden Torchancen blieben aus. Mhm. Kann man da jetzt schon so kurz nach dem Spiel eine Erklärung finden, warum das so war? Ja, Schalke hat sich nach dem 1-0 zurückgezogen, hat uns dann, finde ich, mehr den Ball überlassen. Aber wir haben halt nicht den Weg gefunden zum Tor, wie ich gerade schon gesagt habe. Torschüsse haben uns halt gefehlt und dann kannst du ja keine Tore schießen. Ist es jetzt ein Fluch oder ein Segen, dass wir längere Zeit haben, uns damit zu befassen? Beziehungsweise man sagt immer so schön, nächste Woche kannst du wieder das alles gut machen. Beziehungsweise können wir jetzt auch länger dran arbeiten, um uns richtig auf Ingolstadt-Spiel vorzubereiten. Wie siehst du es? Ich denke, jetzt die Länderspielpause, die kommt schon mal gut. Können wir einmal durchpusten, können wir gucken, was wir analysieren erstmal jetzt das Spiel, die letzten beiden Spiele vielleicht auch nochmal, was wir hätten besser machen können, gerade auch jetzt in dem Spiel. Und dann einfach schauen, dass wir wieder die Kurve kriegen und mal wieder einen Dreier holen jetzt. Heißt es Abstiegskampf jetzt schon oder hieß es das schon oder heißt es das jetzt auf jeden Fall oder wie siehst du es? Das ist ja schon vor dem Spiel Abstiegskampf. Wir sind jetzt mittendrin. Ja, wir müssen jetzt einfach Punkte holen, dass wir so schnell wie möglich den Abstand wieder vergrößern. Jetzt sind 2 Punkte auf dem Relegationsplatz. Am besten jetzt in 2 Wochen direkt gegen Ingolstadt anfangen und dann hoffe ich, dass wir wieder auch die Kurve kriegen werden. Wir glauben an euch. Danke dir. Danke mal.